Obwohl, wenn die jetzt frei liegt, müsste ich ja eigentlich wieder zurückkommen. Dann müsste die andere dort wahrscheinlich wieder aufheben können. Hoffe ich zumindest. Mr. Rekovic ist unvernünftig, um es milde auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst. Ich habe so schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch der arme Mr. Tarkovsky, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt, und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, das liegt in der Familie. This place. This is where it started. Ich sag doch, Rollstuhl, ey. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even a speck of you left? I hope so. 'Cause I want you to feel everything. Was ging denn mit der Ursula, Alter? The nurse. It got to her first. Why? Sie wahrscheinlich mit den ganzen Patienten rumhängen. I've never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill, where it tasted death and liked it. Oh. Mein armer, armer Mr. Tarkovsky, was ist nun mit dir geschehen? Die Testergebnisse sind da und es gibt keine Anzeichen von Hirntrauma oder Demenz. Und trotzdem, wenn ich in deine leeren, traurigen Augen schaue, dann habe ich dieses furchtbare Gefühl, als würde niemand den Blick erwidern. Keine Sorge, mein Lieber, ich kümmere mich um dich, egal was geschieht. Ich sorge dafür, dass du so glücklich wie möglich bist. 450 Milligramm Venlafaxin. Dann geht es dir gleich besser. Ich habe wieder keine Ahnung, was dieses Medikament macht, aber wahrscheinlich nichts Gutes. Gott, der Arme, der hätte doch einfach nach Hause geschickt werden können, denn wenn er nichts hat. Die Ursula hat ihn wieder geknechtet, ey. Danke, Ursula. Danke für nix. Okay, hier ist ein Flur. Da drüben ging es, glaube ich, auch noch irgendwie weiter. Ah ja, die andere Seite. Ah! Hey! Fucking finally! Endlich! Time to get back to the day room. Oh Gott, wo war das denn wieder? Sag da wieder zurückfinden. Endlich haben wir den Bolzenschneider, ey. Was für ein langer Weg. So. Das ist irgendwie ein sehr langer Gang. Ah, wir sind wieder hier. So worth it. I love you, bolt cutters. Endlich kann's weitergehen. So, da komme ich nicht durch. Wieder mal eine verschlossene Tür, so wie immer. Dann gehen wir halt nach unten. Ah ja, hier kriegen wir die Tür jetzt auch wieder auf. Juhu! Kinda sounds like a spy name. Cutters. Cutters. So. Or a movie star. Like in a movie you don't use your real name for. Natürlich.
So. By name it is. So, durch hier. Geht doch. Oh, endlich kommen wir weiter. Beziehungsweise wir sind wieder hier oben, wo wir am Anfang auch waren. Und es ruckelt gerade. Okay, Marianne. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's all right. Ah ja, stimmt. Hier unten war das ja. Wow, dafür haben wir den Bolzenschneider benötigt. Wahnsinn, was für eine Reise. Schon wieder Schlimmes, ey. Ja. Almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Is that Ursula? Rage. It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you. I promise. Okay. Hey. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. Used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. He... Oh, I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No, don't tell them. It's don't okay. Tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No, no, Marianne. The Sadness? No, never again. Why did you... It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. Wahrscheinlich Richard. So. Oder Ursula. Boah, das wäre irgendwie geil, wenn diese Viech Ursula heißen würde. Aber ich will es auch lieber am liebsten nicht wiedersehen. So, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich hier wieder überall gucken muss. Aber erstmal die Haut hier durchtrennen. Unser Lieblingshobby. So. Ach, da sind schon wieder Viecher da hinten. Richard? Are you there?
Schreibtisch schon mal nix. Oh Gott, Kamera. Oh, hier liegt was. A sheet of music. Well, at least part of it. Hm. Ich hatte Richard ja gerne Musik gemacht. Thomas, ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft, fasziniert von den surrealen Traumlandschaften, die sein Geist webt. Die Art, wie er sie beschrieben hat, in den kleinsten Details, so als hätte er tatsächlich alles miterlebt, als ob etwas oder jemand einen Schleier beiseite zog und ihm einen Blick über den Rand unserer Realität hinaus erlaubte. Ein Engel? Ein Dämon? Gibt es da wirklich einen Unterschied? Für mich spielte das keine Rolle. Seine Visionen wurden auf meiner Leinwand lebendig. Manche würden sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine schwindende Kreativität anzuregen. Aber wie hätte ich das nicht können, diese einzigartige Perspektive, diesen unendlichen Quell der Inspiration ungenutzt lassen? Das wäre eine unverzeihliche Sünde. Irgendwie kommt mir Thomas jetzt auch ein bisschen abartig vor. Ich will gar nicht wissen, wie er ihn genau benutzt hat. So, hier kommen wir auf jeden Fall mit unserem Geistermädchen wieder durch. Hier ist irgendwie noch eine Erinnerung. Ah. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what Sadness said? Hmm. Und dann hat sie ihn getötet. Die Alte. Okay, da komme ich wahrscheinlich nur wieder mit Power durch, die wir gerade nicht haben. Also gehe ich da lieber mal nicht lang. Oh, hier liegt noch was. Noch ein Notizblatt. Die können wir doch auch miteinander kombinieren. So, jetzt fehlt noch eins. Ah, hier. Ah, ne. Noch eine Notiz. Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Ein einfacher Fabrikarbeiter. Noch mehr Junge als Mann. Mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt wie ein verängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Ich habe ihn auch nie gedrängt. Aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Was hat Ursula wieder geschrieben? Oder Thomas, bin mir nicht sicher. Oh. Gather round, children. I want you to meet Liliane. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Liliane, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends, huh? Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, ihn in die richtige Richtung zu lenken, versucht, ihn dazu zu bringen, sein Potenzial zu erkennen. Er weigerte sich immer wieder und behauptete, dass er kein Maler sei und dass er unsere kleinen Treffen eher als Therapie als künstlerischen Ausdruck betrachtete. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit. Er willigte ein, sich bei der Universität einzuschreiben, aber nur unter der Bedingung, das Fach selbst aussuchen zu können. Und so begann sein Werdegang als Architekt. Zuerst war ich eher skeptisch, weil ich dachte, dass er wahre Größe zugunsten bloßer Kompetenz aufgibt. Aber tief in meinem Inneren war ich wohl froh, die Person gewesen zu sein, die seine Vision zum Leben erweckt hat. Und dann hatte er sie getroffen. Unsere Malsitzungen wurden immer seltener. Er brauchte meine Hilfe im Umgang mit seinen inneren Dämonen nicht mehr. Okay.
Also Thomas und Richard haben sich, glaube ich, hier dann immer getroffen und Richard hat dann irgendwen kennengelernt anscheinend. Schätze ich. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. So, habe ich jetzt noch irgendwas in der anderen Welt verpasst? Durch den Raum könnten wir noch gehen, aber ich glaube, ich habe erstmal alles. Gehe ich erstmal in den Raum da links. Oh, this place is packed with memories. Bad ones. Guilt. Humiliation. Rage. Er wurde zu einer Gewohnheit. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er vor seinem geistigen Auge sah, vom Grauen und der Schönheit der Welten jenseits unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so darauf versessen war, seine Vision mit mir zu teilen. Sie schien ihn zu belasten, eine Quelle starken Schmerzes und großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als eine Quelle der Schönheit verstand, nicht als Wahnsinn. Geht's nur noch draußen? That globe. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Okay, da müssen wir noch was reinpacken wahrscheinlich. Jetzt können wir vielleicht von dem anderen Raum rechts. Okay, raus kommen wir dann nicht. Oh. Da kann ich mir doch noch irgendwas angucken, oder? Bei der unteren? Da ist doch was, ich sehe da doch blinken. Da kannst du mich nicht angucken. Vielleicht kommt das später noch. Das sieht so dann aus, als könnte ich das gebrauchen. Warum auch immer ist es. Okay, hier ist wieder eine Erinnerung. Ich denke mal, hier wird wahrscheinlich die Erinnerung gewesen sein. Wenn ich da irgendwie dann durchkomme später. Oh, Moment, komme ich da auch durch? Natürlich. Bolzenschneider! Ah, gut. Das haben wir nix. Ecuador, ah. Ach, nicht so ein Rätsel. Ich hab keinen Plan, was ich hier machen muss. Passt das nicht so? Navigieren. Ach, das sind die Augen. Ach, jetzt sehe ich das erst. Verdammt, das muss nach oben. Ah, jetzt.
Maybe it can show me a way out of here. Ist das hier irgendwas auf dem Boden? Glänzt da unten links so? Ich glaube nicht. Komm ich jetzt hier durch? Nee, immer noch nicht, aber wahrscheinlich mit ihr. Irgendwie nicht. Brauche Energie. Komm ich auch auf den Balkon? Oder habe ich da gerade irgendeinen Weg übersehen? Sie kann sich doch da irgendwas angucken, Mann. Was hat sich denn hier geändert? Diese komische Box, dann kann ich mir noch nicht angucken. Okay, ich muss es noch drehen. Okay. Das erklärt einiges. Ich glaube, ich hätte es auch einfach nach links drehen können. Wäre wahrscheinlich schneller gewesen. So. Noch eine Zeichnung. Kann ich die mitnehmen? Nein. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich über den Balkon raus. Ja, sonst ist hier nichts weiter. Und das Bild kann ich leider nicht mitnehmen. So. Ha, jetzt kommen wir raus. Okay, das Notenblatt müssen wir noch vervollständigen. Hinlegen können wir es noch nicht. Reicht wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Könnte vielleicht sein.
Ich brauche immer noch die andere Seite oder die letzte Seite. Oh, hier ist noch was. Aha. Aha. Ah, jetzt komme ich auf den, in den anderen Raum auf jeden Fall noch. Und ein Kinderbild. Okay. So, Lieblingshobby. Haut durchschneiden. Das würde aber auch nicht besser, ey. Das ist aber noch eklig. Okay, jetzt bin ich wieder hier hinten. Okay, da war das. Ah ja, stimmt. Jetzt können wir in den anderen Raum hier rechts. Da könnte vielleicht noch die letzte Zeichnung oder nee, die letzte Musikdingens drin sein. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by men. Echt die Kinder? Wenn es eine Mehrzahl sein soll. So, that's how you found him? Yes, he was just lying there. Mr. Rekovich? I'm sorry. He was a friend. I just need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe. Stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass er einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Hat er Niva gegründet? Ein Erholungsparadies für Familien? Auf jeden Fall ist hier die letzte. Genau. Mal die auch mal kombinieren. So. Mehr ist hier, glaube ich, nicht drin. Dann zurück zum Klavier. Ah ja, die Viecher sind da immer noch. Ich wollte gerade da reingehen. Achso, ich hänge da ja jetzt fest. Ach, kacke. Muss er durch die andere Tür. Verdammt. So. Jetzt aber. Neuer Energie können wir die Viecher auch endlich vertreiben.
Obwohl, nee, ich glaube, ich brauche gar nicht. Was war denn das? RB? Ja.